Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als wir vor knapp 6 Wochen hier im Landtag über die Ereignisse der Kölner Silvesternacht debattierten, standen wir noch unter dem Eindruck der Bilder und Berichte, die uns ein nicht gekanntes, in Deutschland nicht gekanntes Ausmaß der Taten offenbarten. Sie waren erschreckend, sie haben das Sicherheitsgefühl vieler Menschen erschüttert und man muss ehrlich sagen, dass die Verunsicherung bei vielen andauert. Meine Damen und Herren, Verunsicherung darf nicht zu einer Vertrauenskrise führen. Wir können für die absolute Sicherheit nicht garantieren, aber wir wollen und wir haben einen starken Rechtsstaat, der Stärke zeigen muss, wo das notwendig ist, denn nur so können die Schwächsten unserer Gesellschaft geschützt werden. Wir haben im Januarplenum auf die Ereignisse reagiert mit einem 15-Punkte-Plan, der nun mit dem Nachtrag fiskalisch hinterlegt wird. 6 Wochen nach Einbringung und detaillierter Arbeit wollen wir über 700, fast 800 neue Stellen und zusätzliche Sachmittel investieren. Und als erstes von diesen Punkten möchte ich den Schutz und die Unterstützung von Opfern sexueller Gewalt nennen. Diese Maßnahmen werden wir jetzt weiter verstärken. Für die Opfer der Übergriffe in Köln wurde eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, damit sie dort die dringend notwendige Betreuung erhalten können. Uns geht es darum, den Opfern bestmöglich zu helfen, Opferschutz stärken, das Netz an Beratungen ausbauen. Das tun wir nicht erst seit Köln, wie viele andere Maßnahmen nicht, aber jetzt noch einmal mit zusätzlichem Geld und zusätzlichen Stellen. Und Herr Kollege Dr. Oppendrenk, Sie haben eben ausgeführt, dass die Haltbarkeit der Haushalte des Finanzministers der Landesregierung die eines Fruchtjoghurts hätten. Herr Kollege, wenn Sie mal sich darüber klar werden, was die Konsequenz Ihrer Aussage ist. Hätten wir denn in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Monaten bei den steigenden Flüchtlingszahlen, bei neuen Einigungen auf Bundesebene, hätten wir denn da nicht nachsteuern sollen? Hätten wir nicht zusätzliche Stellen schaffen sollen bei der Polizei? Hätten wir nicht über 5000 Lehrerinnen und Lehrer schaffen sollen? Das sind alles Leistungen, die wir mit dem Nachtrag nachgesteuert haben. Das ist absurd, wenn man Ihre Kritik zu Ende denkt. Meine Damen und Herren, die Täter sollen schnell bestraft werden. Die Strafe muss der Tat auf dem Fuße folgen. Deswegen wird es personelle Verstärkung innerhalb der Staatsanwaltschaften geben. 200 zusätzliche Stellen, Staatsanwältinnen und Richter. Das ist ein Kraftakt für den Haushalt, ja. Es ist aber vor allem ein starkes Bekenntnis zum Rechtsstaat. So hat der Richterbund seine Presseerklärung zu diesem Nachtrag überschrieben. Und ich finde, das ist die richtige Bewertung dieser zusätzlichen Stellen. Wir werden, da komme ich gleich noch zu, Herr Kollege, immer Geduld, ich habe ja noch dank des Finanzministers ein paar Minuten. Wir werden die Präsenz der Polizei auf der Straße verstärken. Dafür wollen wir möglichst schnell 500 Polizistinnen zusätzlich an den Kriminalitätsbrennpunkten einsetzen. Und wir haben hier, meine Damen und Herren von der Opposition, in den letzten Jahren 8000 zusätzliche Stellen bei der Polizei geschaffen. Und das sind 8000 zusätzliche Stellen, Herr Kollege Siewicker, Sie sollten das eigentlich wissen als Vorsitzender des Innenausschusses, 8000 zusätzliche Stellen, und das ist exakt doppelt so viel wie in der ganzen Zeit 2005 bis 2010. Exakt doppelt so viele Einstellungen bei der Polizei. Und wir haben jetzt mit 1920 Anwärterinnen die höchste Zahl von Anwärterinnen in der Geschichte dieses Landes, meine Damen und Herren. Aber auch hier verschließen wir uns nicht, wie viele in Pension gegangen sind. Danke, Sie geben mir gute Stichworte, Herr Kollege Schmitz. Ich bin Ihnen sehr dankbar für. Wir sind in der Tat das einzige Bundesland, was seit 2011 mehr Beamte einstellt, als in den Ruhestand gehen. Wir sind das einzige Bundesland. Und wenn wir uns dann auch mal die Bundeszahlen angucken bei der Bundespolizei, dann sieht auch die Bilanz der gerade der Unionsinnenminister, die ja traditionell dieses Ressort besetzt in der Großen Koalition die letzten Jahre, sieht die Bilanz da negativ aus. Es haben 15 andere Bundesländer und der Bund gekürzt. Seit 2011 sind wir konstant das einzige Land mit einem positiven Saldo. Und wir verschließen uns aber auch in diesem Bereich nicht und wollen zusätzliche Beamtinnen und Beamte auf die Straße bringen. Und Ihr Stichwort, Herr Kollege Schmitz, zu Videobeobachtung. Ja, wir öffnen, wir verschließen uns auch diesem nicht. Das ist eine bisher in dem Polizeigesetz vorgesehene Regelung. Ich hatte Altweiber
den Polizeieinsatz begleitet in Düsseldorf. Ich habe mir dort auch die Videoüberwachung am Bolker Stern angeguckt, dort die Videobeobachtung am Bolker Stern angeguckt. Wir haben hier die Situation, dass wir unter einer Minute, auch bei dichtem Gedränge, unter einer Minute Reaktionszeit haben, wo Beamtinnen und Beamten sofort Verstärkung hinschicken können, wo sofort interveniert werden kann. Und an Kriminalitätsschwerpunkten, die geprüft werden müssen, wo es klare Voraussetzungen gibt, werden wir uns auch an dieser Stelle nicht verschließen, Herr Kollege. Für uns bleibt ein zentraler Punkt, die Integration zu stärken. Als erstes und bisher einziges Bundesland investieren wir in Nordrhein-Westfalen erhebliche Mittel, um 3.600 zusätzliche Plätze in Basissprachkursen zu schaffen. Und die von uns in den letzten Jahren aufgebauten kommunalen Integrationszentren werden die Wertevermittlung, die Aufgabe der Wertevermittlung wahrnehmen und koordinieren. Auch funktionierender gesellschaftlicher Zusammenhalt ist Prävention, und auch das gehört zu einem starken Rechtsstaat. Meine Damen und Herren, es ist ohne Zweifel so, viele Menschen hat die Silvesternacht aufgeschreckt, viele fühlen sich verunsichert. Dies zu leugnen, grenzt an Realitätsverlust. Wenn wir aber davon reden, dass das Sicherheitsgefühl von Menschen gestört ist, dann dürfen wir die Angst derer nicht vergessen, die mit den Taten der Kölner Silvesternacht nichts zu tun hatten und die sich nun unter Generalverdacht sehen. Wir haben als Demokratinnen die Verantwortung, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Haarfarbe, aufgrund anderer Merkmale stigmatisiert werden, diskriminiert werden, dass Gruppen nicht miteinander gegeneinander ausgespielt werden. Und meine Damen und Herren, ich finde es daher unerträglich, dass ein Mitglied der CDU-Bundestagsfraktion genau das versucht, Menschen gegeneinander auszuspielen, mit einem Tweet versucht zu hetzen, mit einer Bildsprache, wie wir sie sonst nur von AfD, Pegida und Co. kennen. Und ich fand es, meine Damen und Herren von der Union, beeindruckend, wie Armin Laschet, oder bemerkenswert, wie sich Armin Laschet nach Clausewitz positioniert hat. Und Sie müssen nun deutlich machen, dass in der Fraktion einer großen Volkspartei in diesem Lande rassistische Stimmungsmache keinen Platz hat, egal in welcher Form. Sie haben ein U-Boot von Pegida in Ihren Reihen. Stärken Sie die demokratische Kultur. Sorgen Sie dafür, sagen Sie das Herrn Laschet, dass er sein Gewicht dafür einsetzen soll, dass Erika Steinbrach Konsequenzen spürt, dass sie von den Ämtern enthoben wird. Das wäre Konsequenz, weil wir dürfen eins nicht zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass es als normal gilt, dass auf diese rassistische Hetze keine Konsequenzen folgen. Es kann nicht sein in diesem Land, dass es ohne Konsequenzen bleiben soll, wenn die menschenrechtspolitische Sprecherin in einer Art und Weise hetzt, wie sie es getan hat. Reden Sie mit Herrn Laschet, er hat hier Verantwortung. Sie sind der größte Landesverband, Sie haben die größte Landesgruppe im Bundestag. Sorgen Sie dafür, dass das Konsequenzen hat im Sinne der demokratischen Kultur und damit auch im Sinne von uns allen. Vielen Dank, Herr Kollege.